So, pass mal auf. Raps läuft, Audacity läuft, mal neue Musik an. Und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Ja, ich wollte meine Aufnahme anders beginnen. So, wir spielen heute wieder bei Let's Play Your Map eine neue Map. Die heutige Map nennt sich Code Error. Hast du nicht gesehen? Die hieß irgendwie Code Error X3HJVHGH2DH3J48B. Hast du nicht gesehen, was? Also, kann ich mir eh nicht merken. Und deshalb spielen wir die jetzt auch an. Weiß Gott warum. Nee. Ich habe jetzt einfach mal ausprobiert. Und ich habe ein bisschen schon reingeguckt. Ich musste gerade einen. Hab aus Versehen Gras kaputt gemacht und musste einen Samen über Bord schmeißen. Aber was soll's. Übrigens, das ist ein Pixelfehler. Oh, böse. Und worüber ich mich erstmal sehr freue: In den letzten beiden Maps hatte ich ja meinen Skin nicht mehr. Ich habe ihn wieder. Ich bin Superman. Yay, Superman rettet die Welt. Yo. Ich weiß, Superman sind viele, aber ich bin's. In der Gamer-Welt. So. Huch, warte. So. Gut. Dann wollen wir mal spielen. Ich bin irgendwo hier gespawnt. Frag Gott warum. Was ich lustig finde, da ist erstens ein Pilzbiom und zweitens, ich kann die Map sehen. Oh. So. Anfangen. Muss ich da jetzt rein? So. Willkommen bei der Map Code Error. Ach, dann ist sie doch so. Ach Gott. Ja, im Forum hängt da hinten noch irgendeine 3 Meter lange Beschreibung. Irgendein Text. So. Regeln. Erstens, keine Blöcke abbauen. Zweitens, kein Cheating. Drittens, Clay darf abgebaut werden. So. Das war doch klar, oder? Aber diese Regel mit dem Clay, die ist irgendwie überall, oder? Ich finde das immer schon so ein bisschen komisch. So, bla 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 bla. Viertens, Blöcke nur im Notfall setzen. Also in meinem Fall, immer. Fünftens, Crafting ist erlaubt. Sechstens, Lapis Luzi übrigens. Sechstens, Lapis. Pass auf, Lapis Luzi. Blöcke markieren einen Schalter. Lapis Luzi. Ah ja, Lapis Luzi. Ach ja, ich liebe Rechtschreibfehler. Lapis Luzi Blöcke markieren einen Schalter. Siebtens, Goldbarren sind dein Score. Wir haben 5 Punkte. Spiele auf friedlich. S-E-T-C. Was? Ach da. Ach, markieren einen Schalter E-T-C. Ah, das geht von oben nach unten, okay. Spiele auf friedlich, es sei denn, man sagt, die etwas anderes. Nee, die etwas anderes. Andres. Ja, hat wohl ein Analphabet geschrieben, wa? Nee. Story, du bist irgendein Typ, der irgendwo ist und das hier schaffen muss. Boah, perfekte Story. Das ist voll meine Story of Life. Ich bin irgendein Typ, vor irgendeinem PC, mit irgendeinem Headset auf, mit der irgendeine Map spielt und sich denkt, boah, wie krieg ich die Scheiße auch nur irgendwie halbwegs glaubhaft rüber oder unterhaltsam? Das ist mein Lebensstil, also. Viel Spaß bei unserer Adventure Map. Credits: The Dream Killer 3, 3, Frodo. Ah, oder The Dream Killer 33, ich glaube 33. Also Frodo finde ich schon mal geil. So. Fix auf 125. Map wurde in 1.1 gebaut. Ah, okay, 1.1 gebaut und 125. Und ich spiele jetzt mit 153. Nee, 153. Mit 1.2. Gott, womit spiele ich denn jetzt? 1.3. Genau, 1.3.2 noch. Ich habe noch nicht auf 1.4 geupdatet. Ja, alle meine Mods sind noch nicht fertig, deshalb. Ja, ist halt immer schwierig, aber muss man da halt so durch, ne? So. Stelle auf easy. Warum? Fangen wir an. Wieso auf easy? Das ist ein Labyrinth. Da steht aber, ich soll auf peaceful spielen. Wieso soll ich jetzt auf easy spielen? Das rate ich nicht. Ich glaube, ich lasse das mal. Da steht zwar, Spiel auf easy, aber am Anfang stand, ich soll was anderes machen. Hä? Soll ich nochmal betonen, dass ich Labyrinthe hasse? Aber das Wort Ö finde ich gut. Da ist irgendein Dach und da ist irgendeine Lücke und da muss ich auch irgendwo hin. Oder irgendwie. Schätze ich mal. Hier ist auch noch was. Knöpfe. Muss ich Knöpfe sammeln? Pass auf, Gold waren ja Punkte, ne? Siehst du also, ich muss Knöpfe sammeln. Da war irgendwas. Da muss ich wahrscheinlich hin. Oder auch nicht. Ach, deshalb. Damit jetzt hier Zombies spawnen. Und wie soll ich die bitte bekämpfen? Ohne Waffe und so? So scheiße dann. Nee, ich lasse es jetzt. Aus. Huch. Ach, der ist schon drin gewesen. Ach so. Aus reinem Prinzip lasse ich das jetzt, weil ich habe keine Waffe und irgendwie muss ich mich verteidigen.
und ich schlag da nicht 3 Jahre mit der Hand Zombies tot. Weiß Gott nicht. So, hier ist nichts. Wo komme ich denn jetzt her? Da. Jetzt bin ich hier wieder. Ach, da ist was. Wie? Ja, eine leere Kiste, das kann man auch so machen. Das ist voll die Verarsche, aber so. Aber gut, ne, kann man ja machen. Nee, kann man nicht machen, finde ich voll nicht in Ordnung. So, wie, woher, wo muss ich denn hin? Da ist noch eine Kiste mit wieder nix. Hä? Muss ich irgendwie da hinten hin, aber wie denn? Ich will was sehen. Hallo, Manu. Ich bin nur ein kleiner, armseliger Minecraft-Mensch, der... Oh, wie habe ich das denn übersehen? Aber hey, ich habe alle Schalter gefunden, finde ich gut. So, stelle auf friedlich. Ja, jetzt habe ich das quasi nur für diesen... Naja... Okay, war halt jetzt... Okay, war halt jetzt nicht ganz so richtig, aber... Als ob euch das jetzt juckt. Was ist das? Also die Map heißt Code Error, ne? Ich habe jetzt gedacht, da kommt jetzt irgendwas mit... ja, die typische Story, ne? Du bist ein Computervirus und das ist eine virtuelle Welt und du musst 100 Aufgaben lösen und dann kriegst du am Ende einen Keks. So, so habe ich mir das vorgestellt und jetzt bin ich hier irgendwo ganz anders. Ein Traum. Du. Was haben wir denn? Schlafen links, schlafen rechts. Ich mag rechts. Geht's da auch noch hin? Ja. Ach, hier soll ich schlafen. Ach so. Gold hier bunkern. Ich dachte, ich soll nicht. Hier darfst du dich einnisten. Na haha, was ist das denn? Mülleimer oder so. Gott, ich dachte gar nicht, ich fall da noch rein. Hier darfst du dich einnisten. Ah ja. Mit Fleisch. Fleisch brauche ich doch nicht, wenn ich Peaceful spielen will, oder? Ich bin Nummer 1. Ach, die Musik ist so schön beruhigt. Das finde ich schön an der Playlist. Das ist wunderschöne Musik. So, was mache ich denn jetzt? Pass mal auf. Ich mache dann einfach mal so und speichere immer mal wieder zwischendurch den Stand, damit ich nichts verliere, damit ich am Ende noch weiß, wie viel Gold ich überhaupt habe oder hätte bekommen können. So, schlafen haben wir. Schlafen links, Ach, dann steht hier nochmal schlafen rechts, damit ich nach rechts abbiege. Ah, ich verstehe. So, begib dich zuerst hinter den Baum. Ja, ein Baum. Ein hübscher Baum. Der ist aber sowas von mit der Hand gebaut, das sieht man. Das finde ich immer ganz lustig, wenn man sowas sieht, naja. So, diese Türen öffnen sich nach Abschließen der Testräume. Es gibt 16. Traum. Absolviere sie alle, um zu gewinnen. Türenbug wurde behoben. Es gab einen Türenbug? Ah ja. Und ich soll jetzt alle 16 Räume lösen. Was ist, wenn ich hier hochgehe? Aha, das scheint ja also sowas wie die heilige Halle zu sein. Interessant. Testkammer Nummer 13. Und 1 besonders noch, was sind unten, wa? Und ich würde sagen, wir fangen bei 1 an und steigern uns ganz fröhlich, wa? Ist hier zufällig die erste? Du. Testkammer Nummer 5. Nein. Bin ich hier falsch? 4, was haben wir hier? 8. Hä? Ist die jetzt hinten oder wo ist die? Testkammer! Ich brauch dich! So, da ist eine Leiter nach unten, glaube ich. Wenn ich oben jetzt auf die Karte gucke, wie schön verpixelt das alles ist. Verwinkelt und alles. So, 4. 3. 2. Wenn jetzt 16 kommt. 1, ach schön. Testkammer Nummer 1. Oh, ja, dann halt hier hin. Was muss ich denn machen? Jetzt sag mir nicht, ich muss jumpen, ne? Das ist jetzt so ziemlich das Blödeste, was du machen kannst. Ich habe die Befürchtung, ich muss jumpen. Ich habe sogar die ziemlich genaue Befürchtung, ich muss jumpen. Was passiert denn? Ich wette, es passiert Folgendes. Und jetzt alle bitte wieder zurück. Genau. Ja. Das sind so Dinge, die kann ich gar nicht ab. Und Lapisblöcke markieren einen Schalter. Huch. Okay. Pass mal auf. Ich probiere mal einen Trick. Ich liebe das bei Schaltern, wenn man mehrere Signale verwendet. Die meisten machen nämlich dahinter so eine Repeater-Wand. So. Okay. Shit. Oh. Tja, schade. Der hat anscheinend keine Repeater-Wand. Mal gucken, ich muss das auch hinkriegen, oder? Hä? Ach nö! Ich hätte es doch fast geschafft. So, komm jetzt aber. Bam, bam. Du. Ich weiß ja nicht, ob man es merkt, aber ich glaube, ich habe ein bisschen Schlafentzug. Nein!
Och man. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffe. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das heute noch schaffe. Ja, wenn nicht, überspringe ich das. Aber ich hoffe nicht, dass ich das muss. Ich will es ja wenigstens versuchen. Ich will nicht ganz so ein Spielverderber sein, nicht? Ja. Ich krieg das mit dem Sprinten auch nicht mehr hin. Frag Gott, warum. So ein Scheiß! Jetzt komm. Bam! Bam! Und bam! Und bam! Oh, Mann, oh! Da kommen ja immer wieder Schalter raus. Oh. Hä? Hä? Nicht, dass da jetzt irgendwie jedes Mal einer rauskommt und irgendwann ist das Ding leer und dann stehe ich da, ne? Das wäre jetzt. Das wäre dann irgendwie scheiße. So. Na! Och Leute, wisst ihr was? Kein Bock, mich hier 3 Jahre mit diesem blöden Springen abzu. Na. Fan? Komm, spuck nochmal. Bitte nur einen nehmen. Ah, ja gut. Das ist voll Cheating! Ich weiß. Aber ich hasse Jump-Teile. Komm schon. Komm zu Papa. Spuck mal einen aus. Komm schon. Yay. So. Das war's aber auch. Nur ein Schalter. Mehr darf ich nicht. So, ich hab mir den jetzt nicht gecheatet, ne? Das war jetzt... Ich hätte auch 3 Jahre springen können, aber ich weiß nicht, ob ihr das so toll findet, wenn ich da 5 Folgen hintereinander nur hier versuche hochzuspringen. Ne, das wäre... Ich weiß nicht. So, weiter geht's. Hä? Ach, ach, jetzt bin ich hier oben. Ich dachte gerade schon so, hä, neue Testkammer? Ja. Was ist das jetzt? Oh nee, jetzt sagt mir nicht, das ist das, was ich denke, ne? Ist doch ganz sicher so ein... Schaffst du es so schnell wie möglich, dahin zu kommen, wo du hin musst? Natürlich. Oh, Leute. Geht, ist man denn mit Springen schneller? Wisst ihr das? Wieso mache ich eigentlich nicht den hier? So, jetzt muss die Tür eigentlich aufgehen. Yay! Okay, das war jetzt aber leicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das so beabsichtigt war, dass man ja, an dem Rand der Zäune lang gehen kann, aber ich fand's jetzt gut, dass es ging. Okay, das finde ich jetzt weniger gut. Was heißt denn das jetzt? Oh nee, heißt das, ich muss mich jetzt so quasi rein... Na super. Hi. Na komm. Wenn das gehen würde... Ich weiß ja nicht, ob das geht, aber ich drücke jetzt hier die ganze Zeit Rechtsklick. Aber ich probiere es zumindest. Irgendwie klappt das nicht. Vielleicht näher ran? Weil ich glaube, seit dem neues... Ah! Ein Traum. Ein Baby on fire! Nee, komm schon. Guck mal, ich komme da jetzt nicht rein, ne? Warte mal. Vielleicht, wenn ich irgendwie... Nö. Vielleicht, wenn ich irgendwie... Nö. Wie geht denn das nicht? Ey, komm mal her! Hallo. Also ich weiß, dass es früher ging, aber jetzt irgendwie... Ich glaube, die Lava behindert das irgendwie jetzt seit 1.3. Kann das sein? Weil die Map ist ja noch für 1.2.5. Könnt ihr das join? Oh. Ach, jetzt geht's doch. Ist ja schon mal schön. Wie lange muss ich jetzt drücken? 3 Jahre. Nun, no, leider auf ein neues. Schnell! Stehen von der Lavawand und drücken uns durch. La 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 la. Muss ich etwa exakt den richtigen Moment abwarten oder wie sehe ich das jetzt? Oh. Ach, ja. Fertig. Schön, dass es geht, aber ganz ehrlich, 3 Jahre klicken? Naja. Oh, schon wieder? Ach, und dann wird das jetzt immer weniger und irgendwann habe ich da gar nichts mehr, wa? Okay, das ging jetzt aber schon wesentlich besser. Vorsicht. Jetzt sag mir nicht, dass es noch eine Etage gibt. Ne, das wäre irgendwie Arsch. So, ach super, jetzt sehe ich noch nicht mal was. Jetzt muss ich mir einfach auf gut Glück klicken. Also 3 Jahre klicken, okay. Hey! Ich glaube, ich habe den Dreh raus. Bin voll der Profi. So, hier nicht nochmal. Gut. So, was heißt das jetzt? Finn, Door 1 is open. Was? Finde, Door 1 is open. Verstehe nicht. Exit. Hä? Wie jetzt? Findor 1 ist open. Was heißt denn das? Weil ich gar nicht. Ich drücke einfach ein bisschen. Schadet ja bestimmt nicht. Und jetzt Exit. Ah! Gott! Wollt ihr mich umbringen hier? Und jetzt? Ach da! Ach so. Und jetzt? Müsste doch eigentlich... Nummer 2 gehen.
Oder wie jetzt? Nummer 1. Ach, oder meint er die dicke Treppe da?